Lieber Wolfgang Amadeus Mozart, ich darf dich heute durch die Stadt Salzburg führen, in der du geboren worden bist. Hier ist der Mirabellgarten, einer der berühmtesten Plätze auf dieser ganzen Welt. Und Salzburg, deine Heimatstadt, Stage of the World, das möchte ich dir heute zeigen. Und das ist die erste Station. Ich hoffe, es wird dir nicht zu schwindelig werden, wenn dich meine zwei starken Männer schüttelhaft tragen. Das ist die zweite Station hier. Das ist ein Wohnhaus. Da bist du 1773 hergezogen. Und früher war das der Hannibalplatz, jetzt heißt er Markertplatz. So viel hat sich verändert, seitdem du nicht mehr in der Stadt hier bist. Wie gesagt, dein Wohnhaus, das hat dir sehr gut gefallen, direkt am Fuße des Mirabellgartens. Und jetzt ziehen wir weiter zum Markertsteg, oder? Du schaust jetzt, Wiffel, gell? Jetzt haben wir an Markertsteg gelandet. Da vorne ist der Mozartsteg. Die Stadt hat für dich, mein lieber Freund, einen Steg benannt. Wir gehen nicht über den Mozartsteg, über deinen Steg, wir gehen heute über den Markertsteg, damit du deinen Steg von der Entfernung auch begutachten kannst. Ich habe 2006 dort zu deinem 200. Geburtstag eine Performance gemacht. Da habe ich ein Bild von dir mit 8x8 Metern aufgehängt, riesengroß, wo du die Zunge zeigst und auf dem Weg nach Wien bist. Das war 2006 und heute zeige ich dir das alles. Und jetzt gehen wir dann zu deinem Geburtshaus und da zeige ich dir, was dort los ist, mein lieber Freund. Ich hoffe, du bist noch gut drauf und dir ist noch nicht schwindelig. So, mein lieber Freund, Wolferl, jetzt sind wir angekommen. Du siehst, vor deinem Geburtshaus stehen wir ehrfürchtig. Und jetzt werde ich einmal für das Salzburger Publikum hier dein Porträt enthüllen. Danke. Zuerst vom Franzi. So. Opa. Schau, Wolferl, hier ist das Café Thomaselle, das älteste Kaffeehaus Österreichs. Stell dir vor, die Leute sitzen hier und huldigen dir. Und heute sehen sie meinen Mozart direkt vor ihren Augen und sie bejubeln dich. Ist doch toll, oder? Und übrigens, schau einmal da hinüber, über den Platz vis-à-vis von Thomaselle, da ist das Café Fürst. Schau dir mal an, es gibt sogar Mozartkugeln aus Marzipan und Schokolade. Dir die Stadt und das Land Salzburg ein Denkmal gesetzt. Deine Söhne Karl Thomas und Franz Xaver haben es 1842 enthüllt. Und wenn du genau schaust, mein Lieber, dann siehst du, dein Fuß steht auf einem Fels. Dieser Fels bedeutet Salzburg und unsere gemeinsame Heimat Österreich. Cold, 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 cold.
So, mein Lieber, und jetzt sind wir auf der Jedermann-Bühne. Hier wird das Stück gezeigt vom Sterben eines reichen Mannes. Ein Stück von Hugo von Hofmannsthal. Auch dieses Szenario hier, mein Lieber, gehört zu den Salzburger Festspielen, wurde 1920 oder 21 das erste Mal aufgeführt und das alles zu deinen Ehren, mein Lieber. Durch dich gibt es ja die Salzburger Festspiele. Idomeneo, mein Lieber, eine große Oper von dir. Heute Öffnungsveranstaltung der Salzburger Festspiele 2019. Und wie du siehst, die Leute strömen in Massen zu deiner Oper. Und das am Fuße des Mönchsberg. Ein wunderschöner Blick auf das Opernhaus, auf das Festspielhaus, wohlgemerkt. Es soll dir einfach Freude bereiten, dieser heutige Tag. Schau her, und hier ist unser Museum der Modernen. Hier möchte ich dich einmal ausstellen, zusammen mit 10 anderen großen Komponisten der Klassik und dich als musikalisches Genie deiner Zeit, in der du ein Revolutionär warst. Unangepasst, aber ehrlich. Du hast dich sogar 1781 mit dem Erzbischof überworfen. Naja, dafür wird heute deine Geburtsstadt Salzburg auch Mozartstadt genannt. Ja, Matthäus, so ist das mit uns Künstlern. Die meisten werden erst nach ihrem Tod berühmt oder als Genie erkannt. Der eine als Komponist und Musiker, der andere als Maler. Schau dir Vinzenz van Gogh an, der Zeit seines Lebens kein Bild verkauft hat. Lass uns auf unsere Stadt schauen. Salzburg, Bühne der Welt. Stage of the World.